Ja, ich habe es gerade über Funk gehört. Was soll denn das sein? Mein Vater hätte ein Krankenhaus überfallen und dann noch, was noch, Waffen oder so. So ein Quatsch aber auch. Na gut, aber wir müssen der Sache nachgehen. Am Ende hat er noch irgendwas gemacht. Naja gut, dann würde ich sagen, auf zum SEK, oder? Ja gut, aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Stefan, der liebe Stefan, sowas gemacht haben sollte. Niemals. Wir werden schon herausfinden, was da los ist. Naja, wir gehen jetzt erstmal zurück. Wahrscheinlich war irgendein Fehler auf den Videoüberwachungskameras oder so, aber wir schauen es uns mal an. Komm, wir gehen. Ich freue mich jetzt endlich, für das SEK zu arbeiten. Oh Mann, er hat sich richtig entschieden. Ich werde zwar nicht mehr auftauchen, aber Phantom weiß, dass er auf der richtigen Seite ist. Das war alles. Und jetzt verschwinde ich ein für alle Mal. Auf Wiedersehen, Phantom. Auf Wiedersehen, Fred. Auf Wiedersehen, Stadt. Auf Wiedersehen, SEK. Und auf Wiedersehen an alle. Ich bin weg. Komm schon, Robin, keine Zeit verschwenden. Ab zum SEK. Ich bin so froh, dass mein Vater uns auf die richtige Spur gebracht hat. Ohne ihn wäre ich wahrscheinlich jetzt wieder kriminell. Das stimmt. Da hat er wirklich einen guten Job gemacht. Na los, komm, dann hauen wir ab. So, kann mir jetzt mal jemand erklären, was hier los ist? Warum ist hier so ein riesiger Aufstand wegen so einer Kleinigkeit? Wir alle können einfach nicht glauben, dass dein Vater sowas gemacht haben soll. Hat er auch nicht. Wieso kommt ihr überhaupt da drauf? Die Videokameras lügen nicht, Robin. Das war dein Vater, zu 100%. Was? Das kann ich mir nicht vorstellen. Kann ich die mal sehen? Ja klar, komm mal mit. Wirklich, komm kurz mit, ich zeig's dir. Okay, da bin ich ja jetzt mal neugierig. Langfinger, was sagst du? War er's? Auf keinen Fall, Mann. Ich weiß nicht, irgendwas ist da im Busch. Niemals würde Stefan sowas machen. Kann ich mir auch nicht vorstellen. Naja, warten wir jetzt mal ab, was Robin sagt. Er müsste ja gleich wieder hier sein. Na gut. Seid ihr schon alle bereit für den Einsatz? Ja klar, wir sind alle in voller Montur. Wieso seid ihr in voller Montur? Wir müssen so vorgehen. So ein Quatsch. Ich hab's dir gesagt, Robin. Ich kann's mir nicht erklären. Robin, war es echt? Auf den Bildern sieht's so aus, ja. Komisch. Seltsam. Naja, gut, dann würde ich sagen, machen wir uns auf den Weg, oder? Dann müssen wir gucken, was da jetzt los ist. Ich muss ihn dann befragen. Aber warum sollten wir das ganze SEK-Team mitnehmen? Übertreib doch mal nicht, wirklich. Das ist doch viel zu viel. Das finde ich auch. Mitkommen tun. Langfinger, ich, Robin. Wen nehmen wir noch mit? Linus, du kommst noch mit, Fred und Truck. Das reicht dann aber auch. Der Rest bleibt hier. Es gibt noch wichtigere Einsätze. Okay, los. Da hat Robin recht. Wir müssen bereit bleiben für die nächsten Einsätze. Also Männer, alle wieder in die Station. Wir bleiben in Warteposition. Wenn Sie Unterstützung brauchen, werden Sie sich melden. Okay, na gut, dann alle wieder rein. Wir gehen rein. Kommt, kommt, kommt. Dann werden wir mal herausfinden, was da los ist. Niemals hat mein Vater sowas gemacht. Das muss irgendein Fehler sein. Ach, wir werden bestimmt dort auch keine Sachen finden. Kommt schon. Da bin ich ja echt mal gespannt, was jetzt bei rauskommt. Ich hoffe mal, Stefan muss nicht ins Gefängnis. Das wäre der absolute Horror hier zum Clown und so. Wenn, dann würden wir ihn bei uns einsperren, oder? Ja, das würden wir machen. Aber denkt bloß nicht so. Der hat nicht sowas gemacht. Sie werden jetzt schauen und bestimmt wird sich die Sache aufklären lassen. Genau, das denke ich auch. Na gut, kommt alle zurück zur Station. Das hätte ich mir auch nicht träumen lassen. Ich auch nicht, Linus. Wir müssen aber die Tür nicht einrammen oder so. Ich klingel ganz normal. Dann gehen wir rein und suchen die Sachen, okay? Alles klar. Aber als erstes müssen wir ihm natürlich auch sagen, um was es geht. Phantom, klingelst du mal? Ich komm ja schon. Mann, 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 zweimal klingeln muss man nicht. Ein alter Mann ist kein D-Zug. Ich bin auf dem Weg. Und so jemand soll ein Krankenhaus überfallen haben. Das glaubt ihr doch selbst nicht. Na gut, da kommt er. Dann gehen wir mal rein. Was ist denn jetzt los, Robin? Geh mal bitte ein Stück rein ins Haus, Papa. Okay. Was soll denn der ganze Aufmarsch hier? Wir haben keine Polizei gerufen. Ja, wir sind auch nicht gerufen worden. Wir müssen hier sein. Was ist denn hier los? Ganz ruhig, Frau Bergmann, ganz ruhig. Moment mal, bevor hier irgendjemand was anfasst. Was ist hier los? Stopp, 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 stopp. Jungs, mal hier bleiben. Bevor ihr jetzt hochgeht, mal bitte unten bleiben. Ich will's ihm erst sagen. Alles klar, Robin, mach das. Wir bleiben hier. Okay. Das ist mir total unangenehm, dir das zu sagen, aber du stehst im Verdacht, das Krankenhaus überfallen zu haben. Was? Das ist jetzt ein schlechter Scherz, oder? Moment, haben wir schon April? Nö, haben wir noch nicht. Wie kommt ihr denn da drauf? Ja, es gibt Videoaufzeichnungen, da bist du zu sehen, mit zwei Waffen. Moment mal, Stefan, das habe ich dir doch vorhin erzählt. Also, Stefan, warst du es wirklich? Nein, niemals! Wirklich nicht!
Was hast du mir vorhin erzählt, Carmen? Ich hab doch gesagt, du warst vorhin hier. Mit zwei Waffen. Papa, was hast du gemacht? Ich hab nichts gemacht, wirklich. Robin, wir sollten jetzt das Haus durchsuchen. Ja, Jungs, geht mal hoch und schaut mal nach. Hey Robin, jetzt übertreib mal nicht. Ich werde dir sagen, was los ist. Okay. Also keine Ahnung, was hier vor sich geht, aber ich bin vorhin nach Hause gekommen und Carmen war völlig verwirrt. Sie hat gedacht, ich wäre hier gewesen und hätte keinen Käse gemacht. Hahaha, ha, ha, schlechter Witz. Das ist ja wohl das Unglaubwürdigste, was es gibt. Ja, genau. Und dann hat sie mir auch gesagt, ich hätte zwei Waffen dabei gehabt. Und ja, die liegen jetzt oben, aber ich habe damit ja nichts zu tun. Ich habe die gar nicht hier hingebracht. Ich war vorhin noch in der Werkstatt, da gibt's auch Zeugen für. Hm, sicher? Ja, wirklich. Ich war da 2 Stunden und dann bin ich nach Hause gekommen. Und ich dachte, Stefan wäre vorher hier gewesen. Vorher war der andere Stefan, nenne ich ihn mal hier. Und der hat auch ganz komisch geredet mit 2 unterschiedlichen Stimmen. Okay. Hm, das hört sich an nach dem Typ im Krankenhaus. Das hat doch auch die Krankenschwester gesagt. Der im Krankenhaus war, hat einmal mit einer hohen Stimme und dann mit einer tiefen Stimme geredet. Ich glaube so langsam, hier geht's um einen Doppelgänger. Robin, hier oben sind die Waffen. Sonst ist alles sauber, hier ist natürlich nichts. Ich kenne mich ja hier aus, ich wohne ja eigentlich hier. Also wirklich, hier ist sonst gar nichts. Okay, ich bringe sie mit runter. Alles klar, Langfinger. Das sind die 2. Krass, das sind sogar echte. Ja, Mann. Aber Stefan, die sind doch nicht dir. Nein, da sind noch keine Fingerabdrücke von mir drauf. Zum Glück habe ich Handschuhe an. Das werden wir kontrollieren lassen. Ja, genau, das werden wir auf jeden Fall herausfinden, was das war oder wer das war. Mama, jetzt erzähl aber nochmal genau, was war vorhin hier los? Also es ist ein Mann gekommen, der ist hier reingekommen, der sah aus wie Stefan und hat aber nicht am Anfang so geredet wie er. Er wusste auch nicht mal mehr meinen Namen, aber ich dachte, es wäre Stefan, weil er 1:1 gleich aussieht. Ich dachte, er wäre irgendwie ein bisschen verrückt gewesen, der Stefan, aber dann ist er hochgegangen, hat die Pistolen abgelegt und hat das iPad mitgenommen und hat gesagt, er will eine Überraschung für mich machen und ist dann wieder verschwunden. Und dann war ich hier oben und plötzlich ruft Stefan, ich bin zu Hause. Dann bin ich runtergegangen und dann war da Stefan. Ich check jetzt gerade gar nichts mehr. Robin, das hört sich für mich ganz eindeutig nach einem Doppelgänger an. Niemals war das Stefan hier. Aber Stefan, du musst jetzt trotzdem wahrscheinlich erstmal mitkommen. Wieso? Du musst eine Aussage machen. Wir brauchen dein Alibi natürlich. Klar, kann ich machen. Kein Problem. Tut mir leid, dass ich jetzt hier hingekommen bin, aber ich muss das machen. Robin, da mache ich dir keinen Vorwurf. Wer will mir denn etwas Schlechtes? Ich habe doch niemals jemandem etwas getan. Ja, ich kann's auch nicht verstehen. Ha, komisch. Mir fällt da aber jetzt spontan auch niemand ein. Also ich hätte jetzt auch niemanden, an den ich denken könnte. Wir haben alle schweren Verbrecher festgenommen. Und sonst, fällt mir nichts ein. Robin, du musst die Person finden. Nicht, dass weiter im Namen von Stefan irgendwas gemacht wird und es ihm angehängt wird. Ja, ab jetzt kriegt er rund um die Uhr eine Betreuung, dann können wir ja sicher gehen, dass es nicht mehr unser Stefan ist. Von daher, ja, ab jetzt ist es nicht mehr schlimm. Wir müssen halt alles nur fürs Krankenhaus klären. Okay, gut. Gut, dann Stefan, dann geht mal zur Polizeistation und ich muss mich hinlegen. Das ist alles zu viel für mich. Alles klar, Carmen, dann bis später. Gut, bis später, Mama. Linus, tust du mir einen Gefallen und bleibst vielleicht mal hier und passt mal auf, dass er nicht wieder auftaucht. Klar mache ich, ich bleib hier vor Ort. Ich beschütze deine Mutter. Perfekt, danke Linus. Kein Problem. Carmen, wir kochen uns jetzt erstmal einen Tee und dann entspannen wir ein bisschen. So machen wir das, Linus. Gute Idee. Dann auf zur Polizeistation. Schauen wir mal, was die Fingerabdrücke sagen. Alles klar, ich freue mich schon drauf. Auf zur Polizei. Niemals hätte mein Vater das machen können. Verrückt. Verdammt, schon ist er draußen oder was? Das kann ja wohl jetzt nicht wahr sein. Gut, dann muss ich mich wieder umziehen. Jetzt ist mein Plan mit Stefan Bergmann aufgeflogen. Aber vielleicht gibt es da noch jemand anderen, als den ich mich ausgeben könnte. Ja, ich habe eine Idee. Haha, sehr gut. Naja, dann wird der wahrscheinlich jetzt erstmal freigesprochen, aber dann geht's schon weiter bald. Sie werden mich niemals finden. Keiner kommt mir auf die Schliche. Und das iPad, das brauche ich auch noch. Entwarnung, Entwarnung. Ich weiß nicht, Leute. Entspannt euch. Ja, Langfinger geht jetzt mal die Fingerabdrücke kontrollieren und wenn da nichts von Papa drauf ist, dann sind wir auch sicher, dass er es nicht war. Wir gehen davon aus, dass es ein Doppelgänger ist. Phantom, teilst du das dem anderen Team auch mal gerade noch mit? Mach ich. Das hätte ich mir auch niemals träumen lassen, bei mir zu Hause mal reinzustürmen, so was Verrücktes. Oh Mann, Stefan, das tut uns voll leid, aber wir hätten uns auch nicht denken können, dass du das wärst.
Ich weiß es. Ich mache euch da keinen Vorwurf. Ist alles gut. Sehr gut. Vielen Dank. Dann gehen wir zurück zur Polizeistation. Alles klar. Schönen Tag noch. Es war nicht Stefan. Niemals war das Stefan. Der hat ein Alibi. Der war in der Werkstatt. Und wer war das dann auf der Kamera? Ja, wer war das? Ja, das werden wir noch herausfinden müssen. Ich denke, es gibt jemanden, der ihm etwas Schlechtes will. Wahrscheinlich ein Doppelgänger. Wir werden ihn finden, bestimmt. Da könnt ihr euch sicher sein. Robin, ich war gerade drin und es sind keine Fingerabdrücke von ihm drauf. Und von sonst aber auch niemanden. Okay, und was machen wir jetzt? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob wir deinen Vater jetzt hier behalten müssen. So ein Quatsch, der war es ja nicht. Ich habe gerade bei der Werkstatt nochmal nachgefragt. Da war er wirklich, also er hat ein Alibi. Es wird sich schon um einen Doppelgänger handeln. Gut, dann behalten wir die Waffen erstmal und ja, gucken mal, was als nächstes passiert. Wie kommen wir diesem Typen aber auf die Schliche? Keine Ahnung. Bis jetzt habe ich keinen Plan, wie wir ihn finden sollen. Vielleicht hat irgendjemand noch eine Idee. Wir müssten einen neuen Plan schmieden. Aber wir kriegen ihn, da bin ich mir sicher. Ich mir auch, aber er darf nicht weiteren Schaden anrichten. Und ich will auch zu gerne mal wissen, wieso er das macht. Entweder er hat ein Problem mit meinem Vater, was ich aber nicht glaube, oder mit mir oder mit der Polizei. Er will uns auch vielleicht einfach nur verrückt machen. Naja, wir werden es herausfinden. Kein Fall ist für uns zu schwer. Und im Notfall haben wir auch noch Team Bell. Richtig.